Und damit sind wir auch schon wieder zurück nach einem kleinen Cut. Und ich habe hier schon mal die Kisten und Fließbandgedöns abgerissen. Und jetzt müssen wir uns mal überlegen, wie wir das hier bauen. Wir haben ja hier unsere Bunker. Und vornherein weg sehen wir, okay, ein Bunker schafft 4 Arme. Jetzt könnten wir das natürlich so hinstellen und hoffen, dass das am Ende irgendwie aufgeht. Und es geht auf. Das ist ja faszinierend. Ha! Das ist ja geil. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Funktioniert es. Ja, sehr geil. So, und somit können wir hier einfach jetzt wirklich das wunderbar sortieren. Dann haben wir zwar nur 2 Arme, die jeweils den gleichen Rohstoff abtransportieren. Aber ich denke, das ist gut so. Ich muss nur ganz kurz überlegen. Klar, macht wenig Sinn, jetzt hier Kohle einzustellen, wenn wir eh keine Kohle haben, aber ja, mein Gott. Das Grün haben wir auch noch nicht. So, du darfst auch gerne deinen Bahnhof selber anbauen, weil ich habe eigentlich gerade gar keine Zeit dafür. Anbauen tue ich gerade alles andere. Ich tue gerade Getreide anbauen. Ja, gut, okay. Zuckerrohr anbauen. So, das kommt weg. So, wir brauchen natürlich den Platz hier, um an die Bunker ranzukommen. Kümmern wir uns erstmal darum, dass hier nichts verstopft. Dazu können wir ja hier erstmal gucken, was passt nochmal in so einen Bunker rein. Der hier ist voll mit 22.000. Wow, also voll die kleine Zahl, wenn man bedenkt, was ins Warenhaus reinpasst, ne? Ich wollte gerade sagen, früher hätte ich jetzt gesagt, boah, ist das viel. Jetzt sage ich, ja. Ist halt so. So, hier ist natürlich jetzt eine ungleichmäßige Zahl, wie wir hier feststellen können. Ich meine, hier, die packen hier 4 rein. Da kommen 3 rein. Hier kommen wieder 4 rein, hier wieder 3. Wir wollen ja hier eh nicht so mega viel speichern. Deswegen würde ich jetzt einfach sagen, dass wir einfach in jeden Bunker von jedem Rohstoff einfach nur, ja, 5.000 rein, dann passt es, weil dann sind wir bei 20.000 insgesamt und dann ist auch der Bunker nicht wirklich verstopft. Deswegen, ich baue mal hier noch ein paar Käbelchen. So, wir verbinden einfach mal die Kabel miteinander und sagen diesem Arm, er darf nur rausgreifen, wenn Kohle kleiner 5.000 ist. Dann übernehmen wir das eben. Ach, scheiße, dann überstellt sich das auch noch. Nee. Okay, wir übernehmen es nicht. Ich wollte jetzt die Einstellung übernehmen, aber dann wird die Filterung auch übernommen. Oh, und sogar die Kabel werden gelöscht. Sage mal. So. Gleiches Spiel bei Stein. Darfst zu lang arbeiten, wenn kleiner 5.000. Das Ganze mit Kupfer. Und das Ganze mit Eisen. Jetzt mal gucken, ob das funktioniert mit der Einstellung. Wenn ich jetzt das hier rüber kopiere, müsste es eigentlich gehen. Ja, wunderbar. Sehr schön. Oh, den haben wir noch gar nicht eingestellt. Okay. Dann die 3. Die 3. So. Wunderbar, es nimmt Gestalt an. So. Somit haben wir alles connected. Und müssen natürlich jetzt hier nochmal jedes einzelne. Ich weiß, es ist jetzt ein bisschen mühselig. Und ich kann euch jetzt schon versprechen, es ist nicht fertig. Da muss noch mehr ran, weil wir haben immer noch das Problem, das System könnte verstopfen. Deswegen bin ich mir auch gar nicht gerade so sicher, ob das hier das Richtige ist, was wir tun. Wir begrenzen zwar jetzt diese Bunker hier, aber sorgen dafür auch gleichzeitig, dass wenn zum Beispiel hier Eisen voll ist, dass der Zug natürlich auch nicht mehr entladen werden kann. Und da haben wir ja eigentlich gesagt, darf der Zug gar nicht mehr rein. Genau, die Hauptverkabelung muss halt noch kommen. Eben, aber die Hauptverkabelung haben wir ja eigentlich im Bunker gemacht. Deswegen eigentlich, also das System müsste eigentlich aufgehen, weil wenn im Bunker zu viel, also in diesem Lagerbunker von
drei, sechs von diesen neuen Kisten, wenn der ja voll ist oder fast voll ist, dann dürfte der Zug ja eigentlich nicht mehr kommen. Deswegen sollte es eigentlich gehen, denn durch die drei Bunker, die wir jetzt vorne zum Sortieren verwenden und die Bunker, die wir hier oben am Bahnhof haben, haben wir noch einen größeren Puffer geschaffen. Deswegen, ich bin der festen Meinung, dass hier nichts mehr verstopft. Hoffe ich zumindest. Ne? Wie kann ich jetzt die Hoffnung, die letzte Sache, ne? Ja, mal gucken. Auf gut Glück, würde ich sagen. Ja, auf gut Glück, genau. So, jetzt müssen wir natürlich gucken. Wir haben drei Fließbänder, aber wir haben 1, 2, 3, 4, 5 Bunker. Das ist wieder so eine richtig schöne Zahl zum Teilen. Ja, so ein Warenhaus wäre echt geil. Haben wir aber nicht. Ne? Es sei denn, die Zuschauer sagen, ja, wir wollen Angels und Bob sehen. Genau, da kommen wir zum ursprünglichen Thema der letzten zwei Folgen zurück. Denkt daran, ihr habt noch ein bisschen Zeit. Jetzt müsste ja quasi Samstag sein, wenn ich mich jetzt nicht irre. Und die nächste Folge wäre ja dann... Oder, nee, warte mal, Regenstuss, warte, wir haben jetzt drei... Ja, das ist ja die dritte Folge, Samstag, Montag. Oh, nee, dann irre ich mich, dann ist das hier nicht Samstag, sondern dann, das ist hier Donnerstag. Kommt Donnerstag Folge raus? War es Mittwoch? Ah, ich bin gerade so verwirrt. Auf jeden Fall ist es nicht Wochenende, leider. Von dem her, ihr habt noch ein bisschen Zeit. Denkt einfach drüber nach. Hier, Modwechsel, ja, nein, heißt natürlich dann für euch, oder eher gesagt für uns, wir fangen von vorne an. Mal gucken, ne? So, Ein neues Abenteuer, der neue Wahnsinn. Ja, richtig. Ich glaube, wir müssen hier mit Tunnel runter, weil wir hier dummerweise keinen Platz haben. Oh, halt, das ist aber nicht symmetrisch. Doch, das ist symmetrisch. Sehr schön. Dann nehmen wir einfach die Tunnel hier. Oh, halt, das war der Kohletunnel. Das war dumm. So, einmal, zweimal, dreimal, viermal und... Ach, Zahnrad. Irgendwie kommt kein Zahnrad mehr. Ich glaube, wir haben irgendwo ein Defizit in der Produktion. Wir haben ja gerade Fließbänder gebaut, oder? Ja, immer noch, oder? Nee, wobei, die Dings sind fertig. Ah, und hier kommen auch schon die ersten Drohnen wieder. Da kommen alle Drohnen. Da kommen auch Zahnräder. Alles klar, alles in Ordnung. Dann kann ich auch wieder grüne Fließbänder anfordern. Sehr schön. Also ich muss ja sagen, ne, um mal auf vorige Folge zurückzukommen. Was ist denn hier passiert? Wo wir das Research Center gebaut haben, ich muss sagen, ich bin immer wieder beeindruckt, weil in den Aufnahmesession, die wir jetzt haben, ja, hat das Ding einfach mal wieder so die 80 Zeichen produziert. Okay. Ja, ist doch schon mal nicht schlecht, ne? Jetzt haben wir hier irgendwie einen Denkfehler, glaube ich. Jetzt haben wir nämlich hier nur noch... Wobei, wir haben hier zwei Fließbänder. Wir kriegen hier zwei Fließbänder, das macht vier. Und jetzt muss ich vier Fließbänder auf drei aufteilen. Oh! Das ist schon wieder Mist. Naja. Mal gucken, was wir daraus machen. Nochmal 1, 2, 3, 4, 5. Passt alles. Und dann würde ich sagen, können wir eigentlich schon... Ah, kein liegt schon Schienen, sehe ich. Ja, ich habe mal so ungefähr gedacht, wo ich meinen Bahnhof haben möchte. Ja, sehr gut, weil dann komme ich da auch gleich hin. Einmal so, einmal so. Wie haben wir es da unten gemacht eigentlich? Ah, mit einem Fließband haben wir das... Okay, macht es Sinn? Wir könnten natürlich auch das Ganze so machen, aber dann kommt es immer auf die untere Seite. Das kommt auf die untere Seite. Nee. Nee, das ist gar nicht schön. Probieren wir es mal so. Ich weiß, es wird Chaos. Das weiß ich jetzt schon. Vor allem, wenn einem die Fließbänder die ganze Zeit ausgehen.
So, einmal so ran, einmal so ran. Jetzt haben wir hier zwei Fließbänder. Jetzt müssen wir mal gucken. Das Fließband fällt quasi im Moment weg. Was jetzt nicht so pralle ist. Oh. Alles klar. Was denn? Oh, ich merke gerade, ich sitze hier die ganze Zeit und frage mir, wo bleibt eigentlich mein Zuckerrohr? Okay. Und dann sehe ich, es ist bereits da, nur ich habe die Fließbänder falsch gesetzt. Ja, da kommen die ersten. So, wir machen das jetzt hier einfach ganz simpel. Jawohl, da kommen auch schon die Dinger, die ich brauche. Wir hauen hier einen Teiler hin. Wir hauen hier einen Teiler hin. Und dann hauen wir einfach hier noch einen Teiler hin. Hier. Und dann können wir das hier wunderbar hier mittig machen. So. Weil von 2 auf 1 runter, das ist immer relativ easy. Wir müssen schauen. Schön. Wir müssen hinkriegen, dass wir die grünen, die blauen mit unbedingt mit grünen Fließbändern, das ist, boah, das ist sonst echt furchtbar. Ich habe mir so vorhin gesehen, in der Hauptanlage sind ja noch gelbe Fließbänder sogar drin. Ja, das ist Reserve. Damit keine gelben Fließbänder gemacht werden, um rote zu machen. Ach so. Ne? So, ich schalte offiziell jetzt wieder die Zuglinie dazu. Gucken wir doch mal, was passiert. Also, das ist natürlich jetzt nur Eisen und ich finde, die Beladung ist gar nicht mal so schlecht. Die Fließbinder werden ziemlich gut voll. Hier ist es noch ein bisschen langsam, oben auch, weil wir halt keine grünen hier oben hinsetzen konnten, weil wir keine mehr haben. Aber wenn wir jetzt das Ende angucken, was in die Sortieranlage reingeht, klar, hier ist natürlich auch nur blaues Fließband, aber es wird ganz schön voll, muss ich sagen. Gefällt mir. Und hier auch hier die Entnahme, der Arm schafft es doch tatsächlich, mehr reinzukriegen als rausgeht, was natürlich auch daran liegt, dass die, ja, über die Fließbänder ist es halt dann doch nicht ganz so schnell. Hier der da packt, da ist auch okay, die werden ein bisschen voller. Und von der Entnahme her muss ich sagen, es sind, wie gesagt, 12.000 müssten im Zug drin sein. Gut, bei Blau ist es ein bisschen mehr. Hier sind es 12.000, genau. Und wir sind jetzt leer. Also, das war, ich würde schätzen, unter einer Minute war das definitiv. Von dem wir voll und ganz in der Toleranz. So, hier haben wir wohl irgendwie eine falsche Einstellung, wie ich sehe. Warum arbeiten die Ärmchen nicht? Oh. Oh. Da hat der Doskias doch tatsächlich was vergessen. Oder er hat es falsch kopiert. Kleiner 5000 haben wir doch gesagt hier. Komisch. So. Alles gut. Passt. Jetzt mischt sich das Ganze hier auch ein bisschen, wie man hier unscheinbar erkennen kann. Es verteilt sich schön in unserer Sortieranlage alles so, wie es sein soll. Oh, unsere Pumpen sind aus. Da fehlt der Strom. Zack. Dann können wir die Anlage jetzt erstmal wieder gemütlich in Ruhe lassen. Kupfer ist voll. Weil wir natürlich hinten keine Kupferabnahme haben, logischerweise. Und hier wird schon wieder kein Schmiermittel produziert, obwohl wir ein bisschen Leichtöl abbauen. Aber wir bauen halt zu wenig Leichtöl ab, sehe ich. Ich bring dir mal was hoch. Ja, das wäre nicht schlecht. Was brauche ich denn für die Anlage, um quasi abzupumpen? Reichen da die normalen Montagemaschinen, oder? Nee, du brauchst die C-Handle Machinery. Mhm. Muss ja dann suchen, wo die ist. Yoki Liquids. Yoki Liquids. Unter dem horizontal. Festbrennstoffmotor fehlt mir da. Mir fehlen Motoren und orangene Dinger. Gut. War nicht Schwindel, da war Schwindel. So. Oder hast du das Zeug... Achso, du hast es im Inventar. Ich bringe gerade Kanister hoch. Okay, so geht's natürlich auch. Okay, danke. Ich bin gerade zu blöd, alles zu finden. So, einmal Strom drauf. So, dann brauche ich nochmal kurz...
kurz einmal den hier. So, bitteschön. Nee, da ganz gerne eine normale Kiste eigentlich. Normale Kiste, okay, alles klar. Ja. Ist kein Problem. Wir könnten theoretisch auch die Anlage hier komplett lassen. Da bereite ich schon mal hinten die End- und Befüllung vor, in irgendeiner Weise. Ja, gerne. So. Ding Schmiermittel. Sehr gut, weil Fließbänder sind hier gerade echt knapp. So, vorhin beschwere ich mich die ganze Zeit, dass kein Licht da ist. Jetzt sehe ich selber, dass hier kein Licht da ist. Das Gas ist ja so einer, der wenig dichter sitzt. Ja, genau. Du mich auch. Du mich auch. Natürlich machen wir das wieder hier schön, wunderbar, symmetrisch. Zack. Und wie nennen wir denn das? Hast du schon Bahnhof gesetzt? Nee, noch nicht. Ich ist auch noch nicht verbunden. Ich habe einfach nur gerade das Gleis geschmissen. Okay, ich nenne das einfach Schmieranlieferung. Also Schmier an. Ist okay. So. Können wir... Nein, können wir nicht. Wir können nur einen Zug bauen. Nee. Weil uns die Motoren fehlen. Sind Motoren also im Logistik? Hier unten steht aber irgendwie noch so ein Doppelter doof rum. Bei Gelbe stehen hier unten rechts am Kreise. Zwei Gelbe? Oder wo war das? Ach ne, hier links. Links von mir stehen irgendwie so zwei gelbe Loks. Das sind, glaube ich, Lapus Deku-Loks. Ach, das sind die Deku-Loks? Ich glaube, die stehen da einfach rum. Wollen wir die Deku-Loks nicht benutzen? Ja, wie sagt man so schön, wenn keiner da ist, der sich beschwert, können wir es ja machen, ne? Im Endeffekt, ja. Ja, dann greife ich sie mir mal, sobald ich sie sehe. Die muss... Warte, war die nicht irgendwo hier? Ach, ja, hier unten. Hapse. Gut. Das sind sogenannte DELSW 750 Zero-Loks. Sehr schön. Oh, ich habe auch schon die ersten Fließbänder wieder. Sehr gut. Na, wie viel Schmiermittel hast du? 40 Kanister hast du mitgebracht. Besser wie nix, ne? Wollte gerade sagen. Und die Entladung, also die Endabpumpung, ist auch etwas realistischer. Wow, was ist hier los? Warum geht das hier so langsam vorwärts? Hä? Das kapiere ich jetzt nicht. Das kapiere ich auf keinem Auge. Warum teilt sich das hier so komisch auf? Ach so. Wenn, dann müssten wir das so machen, ne? Am Ende brauchen wir das, sonst klappt das nicht. Okay. Schon besser. So, hier haben wir jetzt Gott sei Dank überall grün drin. Sehr schön. Da brauchen wir es natürlich auch noch. Damit das klappt. So. Jetzt ist die Entnahme hier deutlich schneller. Der Zug, ja, das hat man natürlich, muss man natürlich auch bedenken. Bei dem blauen Unicom-Kram, da sind die Stacks deutlich größer, deutlich höher. Ihr seht 500 Stacks, bei Eisen sind es ja nur 100. Also die fünffache Größe, deswegen hat auch der Zug 60.000 dabei gehabt. Da dauert das natürlich ein paar Sekunden länger. Das ist klar. Aber nichts, was unsere Sortieranlage nicht hinkriegt. Ihr seht da hinten... geht's ziemlich ab. Also geht gut ab. Das ist gut. So. Also ich bin gerade erstaunt, dass ein Kanister 35 Schmiermittel packt. Ist es jetzt gut oder nicht gut? Du rechnest hier hoch. Auf 100 Kanister sind das 350 Schmiermittel. Oh, auf 50 sind das dann 250 und ich habe gerade 40 mitgebracht. Also so... Ja, 200 Schmiermitteleinheiten, die wir gerade hatten. Ist jetzt nicht so viel, oder? Das ist ein schöner Anfang. Ja klar, am Anfang ist es immer klar. So, Inventar. So, hier können wir natürlich jetzt, bei diesem Zug ist es besonders zu beachten, hier können wir jetzt nicht arbeiten mit Inventar voll oder leer, weil wir haben einen Waggon und ich hätte gesagt, wir machen die Hälfte vom Waggon volle Kanister und die andere Hälfte leere Kanister, oder? Genau, so habe ich das ja auch schon fertig gemacht. Und so. Den zweiten halt nur für Eisen wäre nicht schlecht.
Ach so. Ach, da mache ich einen zweiten Zug. Dabei einen zweiten Zug. Pff, es ist. Ist alles kein Problem. Können wir einfach begrenzen. Fracht. So. Denn hier müssen wir dann achten. Okay. Wir haben ja eine Fracht. Jetzt gucken wir mal Kanister. Die müssten ja. Yoki. Ist das Englisch wieder, die Kanister? Sind die auf Englisch geschrieben? Ah ja. Und welche suchst du denn? Ja, die empty Kanister hab sie schon. So, ja. Wie groß sind denn die Stacks von dem Kanister? 40? Das weiß ich gar nicht. Ich habe einfach nur 40 gebaut, weil ich jetzt einfach mal welche hochbringen wollte. Ein bisschen. Ach so, dann weiß ich jetzt gar nicht genau, wie ich den Zug einstellen soll. Aber dann sage ich einfach, ja gut, okay. Wenn natürlich die Fracht Kanister. Nee, nicht Kanister, sondern die Green ist es, ne? Genau, Green ist es. Okay, sprich, wenn wir hier oben natürlich am Bahnhof Kanister Green gleich 0 ist, dann, das wäre die erste Bedingung, warum der Zug losfahren sollte. Gleichzeitig sollen wir, müssten wir aber natürlich auch noch sagen, und, deine Unbedingung, dass er die leeren Kanister, sagen wir einfach mal, wenn, ja, größer 200, ich, ist jetzt utopisch, keine Ahnung, erst dann soll er losfahren, weil es macht ja keinen Sinn, wenn der Zug losfährt, wenn er alle vollen Kanister rausgebracht hat, aber auch keine leeren hat. Dann fährt er runter und kommt gleich wieder hoch, weil er ja nichts hat. Macht wenig Sinn. So, dann hauen wir hier Brennstoff rein. Und auch hier machen wir Brennstoff rein und sagen erstmal hier, bitte schön ranfahren. So. Ganz wichtig, wir steigen jetzt um, wir gehen von der Kohle weg. Wir haben so viel festen Brennstoff, dass wir den hier auch mal anfordern können. Hoppla, da war er gerade, festen Brennstoff 50, das reicht vollkommen. Zack, 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 Strom ist da unten. Machen wir natürlich noch ein bisschen Licht rein. Einmal am Ende, am Anfang, einmal am Ende. Und dann können wir auch hier eigentlich ganz locker sagen, okay. Das kann alles weg. Dieses ganze Kohlefließband brauchen wir nicht mehr. Wir fordern hier festen Brennstoff an. Tun hier die Kohle raus. Drohnen sind ja da. Wie gesagt, festen Brennstoff haben wir über 5, über 5000. Das reicht locker. Der Zug fährt nicht, weil... Oh, Moment mal, der Zug fährt ja wirklich nicht. Ah, wir haben, glaube ich, hier... Ja. Wir Helden. Man muss natürlich auch Signale setzen, ne? Sonst klappt das nicht. Okay. Hast du unten Bahnhof? Ah, nee, du hast da gar nichts da unten. Das heißt, ich muss manuell runterlaufen. Okay. Noch ja. Ja, dann... Ich glaube, für die B- und Entlade reicht eigentlich jeweils eine Kiste. Das heißt, dieser Arm sorgt dafür, das Grüne rauszuholen. Und dieser Arm sorgt dafür, für die Befüllung. Und jetzt kommt der schöne Trick dabei. Wenn ich hier in diesem Güterwaggon die mittlere Taste von meiner Maus drücke, kann ich sortieren. Und wenn ich jetzt Shift-Rechtsklick mache und dann ganz normal Shift-Linksklick für kopieren, dann können wir das wunderbar hier übernehmen. Und somit sorgen wir dafür, dass immer die Hälfte Kanister empty und Hälfte Kanister grün reinkommen, dass wir hier nicht verstopfen. Das ist super genial. Hat bestimmt bei mir 3 Jahre gedauert, bis ich auf die Idee kam, das mal auszuprobieren. Ja, deswegen, ich hoffe... Ihr kannt jetzt noch nicht, jetzt kennt das. So, das kommt so hin und hier genau andersrum. Dann nehmen wir hier die leeren Kanister. Warum mache ich das so komisch? Okay, das ist jetzt ärgerlich, dass das hier ist. Wir müssen das hier mal eben verschieben. Das ist doof. Das ist mega im Weg. So. Wir verschieben es hier hin. Und hoffen, dass... Komm, wir packen mal alles hier rein. Das hier brauchen sie. Und 2x2 Tunnel. So.
Passt. Ich hoffe, die setzen das richtig hin. So, denn ich möchte hier ein vernünftiges System haben, und zwar folgendes. Dass das hier im Kreis läuft. Jawohl. Wir müssen aber darauf achten. Warte, halt. Wir müssen das anders machen. So. Wobei, doch, das geht wunderbar. Haha, genau. So, wenn wir jetzt gucken, der holt das Grüne raus und legt das innen rein. Die Kanister, die kommen, also die, hoppla, die leeren Kanister, die legen das außen drauf. Dann ist es hier drauf. Und dann haben wir hier quasi auf beiden Seiten unterschiedliche Sachen und unsere Energie ist zusammengebrochen. Echt? Ja. Fehlt irgendwas. Ja, ich befürchte immer noch, dass der Lapo-Zug für Energie noch nicht fährt. Das wäre schlecht. Oh mein Gott, das ist ein ewiger Weg, was ich mir hier rausgesucht habe. Dann nehmen wir mal die Tunnel, komm. So, einmal. Wir wollen hier hin. Und ihr müsst bedenken, wir brauchen auch in die andere Richtung nochmal den Weg. 1, 2, 3. Können wir gerade nochmal hier, gehen wir oben rum. So. So, einmal. Und dann müssen wir schauen. Ich weiß jetzt nicht, wie leistungsstark diese Anlage ist, aber wir arbeiten jetzt einfach mal so, als würde eine reichen. Also, ich sehe den Fehler. Siehst du den Fehler auch? Besser? Ja, schon besser. Aber das ist ja das, was ich einmal sagte. Ein Kabel falsch gesetzt, alles tot. Ja, trotzdem, deine elektrische Anlage hinten liefert nur 13 Megawatt, also... Naja, weil die gerade auf Hochleistung fuhr und irgendwas nicht nachkam. Aber ich gehe mal gerne gucken. Ja, ich gehe davon aus, dass Lapo, ja, wie gesagt, dass der Zug, weil ich glaube, der Zug, pass mal auf, welcher ist denn das? Ja, welcher ist denn das? Ah ja, da ist er doch, manueller Modus. Ich lasse ihn einfach mal losfahren, ich glaube, das löst das Problem. Mach mal. Wir gucken mal, wir verfolgen mal den Zug, das können wir ja hier machen. Das ist das Schöne daran. Ich bin mir sicher, wenn der da ankommt, dann geht's wieder los. Welcher ist denn das überhaupt? Das ist der ABZ. Ab und ABZ an. Alien-Brennstoffzelle, glaube ich. Ist das ja, die Abkürzung? Ja, so, die Arme packen mit Mühe und Not, packen die da gerade noch vom Zug raus. Jetzt kommt's mit Mühe und Not in den nächsten Bunker. Wieso ist denn da noch kein Speedloader? Das habe ich mich auch schon gefragt. Gute Frage. Keine Ahnung. Und jetzt ist nur noch die Frage der Zeit, bis da mal ein Greifer das Zeug nimmt. Ach, der Zug geht leider weg. Jetzt können wir es leider nicht mehr verfolgen. Aber es müsste eigentlich so langsam wieder anspringen, oder? Das kommt schon gleich wieder. Puh, 9 Megawatt. Die Leistung geht immer weiter runter, weil es dunkel wird und die Solar-Sachen ausfallen. Da, zack, macht's. Jetzt sind wir bei 63 Megawatt. Jetzt haben wir die Hälfte quasi bedient. Jetzt sind wir bei 100 Megawatt. Jawohl. Jetzt ist die andere angesprungen. Ich wollte es sagen. Sehr, sehr schön. Dann macht's mal kurz einmal zack und ab geht's. Ich sage, die Generatoren sind so brutal. Oh, hoppla. Fehlen mir auch ehrlich gesagt so ein bisschen in dem anderen Modpack. Ganz ehrlich, ich bin froh. Oh. Weil, ja, weil ich weiß auch nicht, aber man setzt einen hin und dann hat man schon die Hälfte der Stromprobleme gelöst. Und ich find's halt einfach cool, wie wir drüben jetzt wieder endlich auf Solar gehen. Oder auf Dampfmaschinen. Ja, oder auf Dampfmaschinen, ja. Also ich. Oh, ach, scheiße, auch noch falsch rumgesetzt, die Fließbänder. Weil hier. Warum soll ich Solar setzen? Ganz ehrlich, das macht null Sinn bei so einer Anlage. Ja, das stimmt allerdings. Deswegen, oh, ich freue mich auch so auf 15 mit dem Atomzeug. Ja. Bin so gespannt, ey. Dann wird Vanilla wieder interessant werden.
Ja, definitiv. Da kommen ja so scheiße viel Sachen rein. Und was da noch alles geplant ist. Oh, Gottes Willen. Einfach awesome. Ich sag mal nur die neueste Nachricht von denen hier, ne? Mit den Lautsprechern. Programmierbare Lautsprecher. Wir könnten hier dann Musik betreiben. Und das ist einfach awesome. Ja, das wird ziemlich witzig werden. Ey, halt. So. Ja, ich sehe, wir kommen hier gerade wieder in eine immense Überlänge. Aber da das wahrscheinlich hier eh die letzte Folge für heute wird, wird es halt einfach noch ein bisschen länger. Du wolltest ja auch nochmal runterkommen hier, ne? Ja, eben, ich wollte noch runterkommen. Und das habe ich versprochen, das werde ich auch diesmal einhalten. So, wir holen jetzt hier die grünen Kanister raus. Und packen die mal hier hoch. Halt, hier mal, wenn. So. Zack. Zack. Und damit das Ganze hier nicht verstopft, oder damit das Ganze hier mehr Leistungen erbringt, muss ich jetzt gerade mal überlegen, wie der hier das Zeug draufpackt. Ich nehme mal hier so eine Helium-Brennstoffzelle eben. So. Ach so, kann er ja gar nicht. Wir testen es einfach, ob es funktioniert, wenn er kommt. So, lass mal so. Zuglinie. Ah, da ist Schmiermittel ab. Okay, wunderbar. Wir können es testen. Zwei Züge, also mit zwei Waggons. Nein, mit einem Waggon. Orte 2, ich brauche Kupfer. Ja, das kann ein zweiter Zug machen mit einem Waggon. Das ist doch kein Problem. Du kannst den gleichen Bahnhof benutzen, musst ja nur quasi Sortierer, also sortierte Greifarme nutzen. Ja, okay. Das ist ja alles kein Problem. So, Schmiermittel ab. Machen wir auch wieder Frachtbedingung. Ganz klar. Diesmal aber genau andersrum. Wir sagen, Kanister füllt, wenn green. Wenn. Wir machen jetzt einfach mal 200, weil ich die Stacks nicht kenne, die Größe. Und gleichzeitig natürlich, wenn die Fracht von den leeren auf null ist. Macht ja auch Sinn, sonst fährt er dann nachher noch mit leeren Kanistern in der Gegend rum. Ist auch blöd. So. Ziel nicht erreichbar, mein lieber Kain. Ich habe auch noch keine Signale gesetzt. Ja, okay, das macht Sinn. Dann setz mal eins. Ja, ich bin gespannt, ob er es hinkriegt. Und nee, das war falsch. Okay, bisher kriegt das nicht hin. Auch nicht. Oh, ich hasse Kreise. Ach Kreisen? so. Nein, scheiße. Falsch angeschlossen? Falsch Ja, rum? falsch rum. Also der Bahnhof falsch rum? Jo. Oh. Moment. Das kriegen wir hin. Du sagtest einer, ne? So, jetzt. Ja. So. Ja. Jetzt. Ja, jetzt fährt er los. Sehr schön. Gucken wir uns mal an, was der Kai da unten gebastelt hat. Mit unserem absoluten D-Zug. Das ist ja der Wahnsinn. Es ist gemütlich. Ja, in der Tat. So, einmal hier ran. Boah, er hält sogar richtig. Oh, 10 Kanister. Ja, also ich habe noch nicht. Also 10 Kanister sind auch 350 Schmiermittel. Okay. Das heißt, deine Anlage ist noch so ein bisschen am. Ja, die ist sogar weit, aber. Also zumindest was das Korn angeht. Der Rest ist soweit fertig. Damit Okay. sie sich selbst erhalten kann, so ein bisschen. Ja. Was ist das Ganze quasi? Das ist unsere schöne Abteilung Yoki Agronomie, die wir hier besitzen. Und hier machen wir ein bisschen ein auf Landwirt und stellen Getreide her. Was wir quasi dann ganz zum Schluss hier in unseren Pressen, also wie man es aus dem Ölwerk kennt, einmal presst, dadurch kriegen wir vegetarisches Öl. Das wird einmal zwischengelagert und ganz zum Schluss in Schmieröl gewandelt. Weiteres geht dann in die Abfüllanlage. Dann halt in die Großanlage.
Hier oben ist quasi unsere Seilfabrik. Ach du Scheiße. Okay. Seilfabrik musste ich Zusatzspeisen aus dem Korn, was wir jetzt schon produzieren, also aus den Kornsamen. Aha. Da müssen wir hier nämlich einmal ganz runtergehen. Und Trifitan. Genau, was auch immer dieses ist. Ja, das war mir auch gerade, was Trifitan sein soll. Und zwar, hier haben wir unsere Zuckerrohr. Das Jawohl. Zuckerrohr brauchen wir natürlich wieder Zuckerrohrsamen. Diese Zuckerrohrsamen bekommen wir wieder aus Cornseed, also aus drei Cornseed ergibt ein Zuckerrohrsamen. Und aus dem kriegen wir wieder mit Korn Terrifidian raus, was ich da oben ableite. Und zusätzlich halt einmal die normale Zuckerrohr. Durch eine kleine, ganz, ganz kleine Schaltung habe ich das Ganze noch begrenzt, weil wir ja eigentlich mehr Korn als die Seile brauchen. Ja. Und habe das somit quasi begrenzt, dass nur dann hier Korn braucht oder kommen soll, wenn unten halt nicht genügend Samen da sind. Ah, das heißt, Und theoretisch, wenn ich jetzt hier Samen klau, müsste das hier oben. richtig, dann sollte das anspringen. Jawohl. Und Da schon kommen kommt's. Samen. Sehr, sehr cool. So gefällt mir das. Jetzt packe ich mal die Samen hier wieder rein. So. Dann ist hier auch Und wieder voll. zack. Und schon sieht man ja an der roten Lampe, da geht jetzt nichts mehr raus. Genau, das ganze Korn. Hier sieht man jetzt hier schön, geht hier oben rein in unsere E-Pressen. Wird dann weitergeleitet hier hinten rein, hier bei den Chemiefabriken. Ah, ich habe leider nur eine. So. Hab leider nicht mehr Geschwindigkeitsmodule dabei. So, wie wir sehen, hier brauchen wir natürlich noch Kupfer, um die Seilproduktion anzukriegen. Aber woher kommen die Kanister, frage ich mich gerade. Kanister sind einmalig gebaut. Die habe ich ja oben gesagt, wo du mich gefragt hattest, was das für eine Ach komische Fabrik sei. Die so. habe ich einmalig gebaut, habe sie dann hier in die Holzkiste reingeschmissen und die sind halt immer im System. Über den normalen Fässern auf. Die werden nicht verbraucht, die werden immer nur befüllt und Ja, entleert. genau. Aber dann muss ich natürlich wissen, wie viel wir jetzt im System haben, weil ich ja meinen Zug eingestellt habe, dass er erst losfahren soll, wenn er eine gewisse Anzahl an leeren Kanistern hat. Also ich habe jetzt 40 einfach mal im System, glaube ich. Also insgesamt an Kanistern. Drinnen sind 14. Hier sind zwei. Ah ja, gut, okay, weil dann mache ich einfach 20 überall rein. Ja, 20 ist eine gute Zahl. Ja, dann, weil dann ist immer, wenn die Hälfte vom Kanister im Zug ist, kann er losfahren. Dann haben wir quasi immer unten beim Befüllen 20 Kanister und oben beim Entladen 20 Kanister. Genau, das klingt gut. Und gleich wird man auch wieder schön sehen, wie das Ding hier arbeitet. Wir haben gleich unsere 30 Schmiermittelgrenze erreicht, damit er einmal herstellen kann. Und jetzt kommt gleich ein Kanister rausgeploppt. Da ist er. Jawohl. Das heißt, wir brauchen noch 5 Kanister, dann geht der Zug hier los. Ist natürlich eine momentan noch sehr leistungsarme Fabrik, muss man natürlich dazu sagen. Liegt aber nicht an den Ressourcen, wie man hier sieht, weil hier kommt ja echt einiges in diesem Bunker. Das geht schon gut ab hier hinten, finde ich. Also wenn man sich überlegt, was man bekommt, was man braucht. Also für einen Samen, also Kornsamen, brauche ich 20 Korn und für ein Korn Samen kriege ich 500 Korn raus. Ja. Also wenn man sich das mal hochrechnet, ist das schon ziemlich. Zack. Hat auch schon wieder 20 Schmiermittel. Ziemlich gut. Das passt sehr gut. Wunderbar. Ich traue mich jetzt gar nicht loszufahren mit dem Zug, weil das sonst nicht mehr klappt. Weil sonst hat er nämlich nur 16 Fässer dabei und wird oben nie runterfahren. Außer ich. Ich kann ja wieder runterfahren, ist ja. Ich wollte gerade sagen, aber ich komme mal mit. Ja. Weil dann können wir uns das mal eben angucken oben. Wie schnell, das würde mich nämlich interessieren, wie schnell wird denn der Kanister entleert? Sehr human. Oh, Also wir haben das. vergessen, unten Signale zu setzen, deswegen standen da gerade alle Züge, sehe ich. Ich sehe es. Wo fährt denn lang? Ja, der fährt zur Entnahme. Ach so. Ja, haben wir hier schön gebaut. Zack. Zack, eine Seite für volle, eine Seite für leere. Ah, und ich habe es perfekt hingesetzt, den Teiler, sehr gut. Hatte leider keine grünen Fließbänder mehr, deswegen müssen wir hier auf Rot erstmal gehen. Ah, sehr schön, da hat er welche. Jetzt müssen wir uns natürlich beeilen, weil es sind die Fließbänder gleich schnell. Die Dinger sind jetzt schneller drin wie wir. Lauf, 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 Ja. lauf. Wenn nicht gleich Nicht der Zug überfahren kommt, lassen. wenn nicht gleich der Zug kommt. Da sind sie. Aber jetzt können wir sie überholen, sehr gut. So, dann gucken wir mal, wie schnell das hier reinschlupft. Zack. Also die Entladung, finde ich, ist ziemlich schnell.
Ist humaner aber als das andere, finde ich. Ja, so finde ich das tausendmal besser. Ihr müsst euch vorstellen, hätten wir das jetzt mit einem Tankzug gemacht, der Zug wäre gekommen, es hätte Puff gemacht und der Tank wäre einfach voll. Und das finde ich einfach scheiße. Also, kein System auf der Welt kann so schnell mal eben, ich glaube, 2500 passt in den Tank rein. 2500 Liter. Unmöglich. So, ihr seht, alle Tanks sind verbraten. Schmiermittel ist jetzt wieder ein bisschen da. Natürlich müssen wir die Anlage natürlich noch ein bisschen optimieren, das ist ganz klar. Aber es erfüllt seinen Zweck. Dadurch kann hier oben wieder ein bisschen produziert werden. Wir sehen, hier hinten die Anlage läuft wieder. Es gibt wieder Fließband. Sehr schön. Und Das Beste an der ganzen Geschichte ist, man ist nicht mehr so abhängig vom Öl. eben, das kommt noch hinzu. Und aus irgendeinem Grund, das verstehe ich jetzt nicht, arbeiten diese Dinger hier nicht mehr. Das ist merkwürdig. Ah, weil wir hier blaue Fließbänder haben und die Greifer wahrscheinlich, die sind leer geworden aus irgendeinem Grund. Muss ich jetzt nicht ganz verstehen, weil die versorgen sich eigentlich selber mit der Kohle hier. Merkwürdig. Wieso arbeitet der jetzt hier nicht? Liegt aber daran. Ach, Ah. weil der Duskias hier was Falsches eingestellt hat. Was, wo, wie? Ich wundere mich gerade, warum er hier nichts mehr reinnimmt, aber du hast ja Kanister filled with crude oil genommen und nicht die empty Kanister. Oh, habe ich mich da verklickt? Jo, jetzt ist wieder drin. Hoppla. Parting. Parting. Das war nicht beabsichtigt. Und irgendwas stimmt auf dem Fließband nicht. Ah, ja. Ha! Wir haben ja unser Kupfer gar nicht mehr angeschlossen hier. Deswegen haben wir auch keinen Kupfer mehr in der Basis. Das bedeutet, ja, unser altes Kupfererz, das wir hier haben, ist jetzt endgültig leer. Das heißt, ich kann es endlich abreißen, den Scheiß hier. Und endlich die schöne neue Anlage anschließen. Jawohl, richtig. Ja, den Rest reiße ich wann anders ab. So. Hoppla. So, einmal. Natürlich haben wir wieder kein Fließband, das ist klar. Hier können wir dann den Tunnel machen. Das ist die eine Seite. Okay, das heißt, die geht hier durch. So, wunderbar. Das können wir dann quasi links und rechts anschließen. Das brauchen wir nicht mehr. Ja, diese ganze Anlage brauchen wir hier eigentlich nicht mehr. Kann alles weg. Auch die Fließbänder können eigentlich weg. Und wir können dann hier oben einfach anschließen. Ganz easy. Peasy. Oh Mann. Dann arbeite ich halt mit roten Fließbändern, ihr mich auch. So. Oh, habe ich mich da um einen Knick vertan? Ja, mach so. Nee, zieh mal ganz runter. Geht ja gar nicht. Wir haben hier unten noch Platz. Beziehungsweise das Fließband muss der ja nicht abreißen. Es muss der nur eins weiterleiten hier quasi. Boah, scheiß Fließband. So, ich baue kurz eben zwei Tunnel. Einmal, zweimal. Und läuft. Ah, sehr schön. Und somit haben wir auch hier wieder Kupfer da. Wird auch Zeit, weil wie ich sehe, gehen hier schon die Kupfergabel aus. Wunderbar. Haben wir das ja auch nachproduziert. Und mit diesen Worten und mit dieser ja, einmaligen ersten Riesenüberlängenfolge von 44 Minuten würde ich mich jetzt verabschieden, oder wir würden uns verabschieden. Denkt dran nochmal an diese Umfrage. Schreibt einfach in die Kommentare, was ihr davon hält. Wegen Modwechsel ja, nein. Sprich Neuanfang ja, nein. Andererseits könnt ihr natürlich auch gerne Vorschläge bringen, was ihr denn so von uns erwartet, von uns wünscht. Alpha 15 wird Ende dieses Monats wahrscheinlich kommen, also wird es da auch irgendwie, ja, ich weiß nicht, wie wir das hinkriegen, beides irgendwie unter einen Hut zu kriegen. Ich weiß es ehrlich gesagt echt nicht. Und ja, dann bleibt mir nur noch zu sagen, wenn es euch gefallen haben sollte, gebt ein Däumchen nach oben, dann wissen wir da Bescheid. Ansonsten, wie gesagt, nutzt die Kommentarfunktion und wenn ihr neu seid hier und nichts mehr verpassen wollt von diesem wunderschönen Spielchen,
lasst doch gerne ein Abo da. Würden wir uns auch wahnsinnig drüber freuen. Und wie es hier letztendlich in Factorio weitergeht, das seht ihr dann einfach beim nächsten Mal wieder. Entweder hier auf dieser Map, auf einer neuen Map mit einem neuen Mod oder sogar Alpha 15. Wer weiß, vielleicht kommt es ja früher. In diesem Sinne, macht's gut, haut rein und ciao, ciao. Tschüss.